So, jetzt sind wir am Einstiegspunkt der Twitcher Line. Diese kleine Kapelle hier ist das Zeichen, dass man hier an der richtigen Stadt ist. Hier kann man schön parken. Man sieht das hier an den ganzen tollen Fahrzeugen. Da hinten hat man schon einen Blick auf die Mauer. Das ist auch der Weg, der dann über diese Schlucht verläuft. Und man sieht auch hier die römischen Katakomben, dort wo sich dann die Römer verkrochen haben, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, aber es sollen römische... So, und hier unten nochmal ein Blick auf dieses, auf diesen Einstiegsweg der Twitcher Line. Das ist so ziemlich mit einer der schönsten Sachen der Linie. Im Übrigen, wenn es hier hinten im Hintergrund ein bisschen knallt und rungst, das haben wir nicht zu verursachen. Diesmal waren wir es definitiv nicht. Die feiern hier irgendeine Präsidentschaftswahl und ja, vielleicht kann man da noch so die ein oder andere Stimme. So, die Frage ist berechtigt für Touristen, ist dieser Weg, das ist natürlich alles nicht touristisch so erschlossen, ne? Aber wir trampeln jetzt einfach mal diesen Pfad hier runter. Der schon ziemlich, naja, nicht gerade so gut ausgezeichnet aussieht. Aber soweit ich mich hier erinnere, muss es dieser Weg gewesen sein. Hier nochmal ein Blick rüber zur kleinen Kapelle. Und ja, dann hier hat man nochmal einen schönen Blick auf diese Unterbauten. Früher sicherlich auch mit diversen Holztüren versehen. Die Mauer, alles von Römern errichtet hier. Das ganze Bollwerk, außer was da oben ausgebessert ist. Aber das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Nee? Okay. Also, hier unten gibt es nochmal eine schöne Querung. Also man kommt auch rüber zu den Katakomben. Wie gesagt, da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Da oben läuft der Weg lang. Da laufen auch schon die ersten über die Mauer drüber. Aber wir wollen zumindest mal sehen, wie die alten Römer hier gehauen. Eine nette Kraxelei. Drei Schlafbereiche. Aha, okay. Jedenfalls drei Löcher. Damit ist dann auch die Frage beantwortet, wie viele Römer hier überhaupt Unterkunft fanden. Wir müssen faktisch nur die Höhlen zählen. Und dann wissen wir es. Es sieht natürlich alles mächtig zerfallen hier aus. Und ist natürlich definitiv für den großen Tourismus überhaupt nicht erschlossen. Also wer hier nicht über eine gewisse Trittsicherheit verfügt, der sollte das sein. So, jetzt haben wir den römischen Bereich, diese Katakomben, erreicht. Interessant, was sie hier reingezimmert haben. Man muss ja immer davon ausgehen, die Bevölkerung zu der Zeit war ja nicht so groß, dass sicherlich diese Kammern hier auch ausgereicht haben für eine kleine Behausung. So, da oben haben wir ein paar Stufen jetzt entdeckt. Jetzt versucht er drüber reinzukommen. Ich vermute mal, hier ging der Treppe runter früher, die jetzt einfach nur weggebrochen ist. Und hier unten werden dann wohl irgendwelche diversen Kammern, Lagerkammern gewesen sein. Ist natürlich alles ein bisschen heikel, aber vielleicht schafft. Ja, überall gibt es hier gut versteckt irgendwelche diversen Kammern. Man sieht auch da oben, das scheint auch eher neueren Datum zu sein, vielleicht alles ein bisschen abgestützt. Ich vermute mal, hier vorne war ein Plateau, was ursprünglich ein bisschen breiter war und was natürlich irgendwie als Unterkunft gedient hat. Und wenn man jetzt einen Blick hier vorwirft, dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, wofür das Ganze hier gedient hat. Sicherlich, um hier den Überblick über diesen Westteil der Insel zu behalten. So, da schwenken wir nochmal hier rum, bevor wir hier dazwischen verschwinden. Hier sind massive Felsen, die runtergebrochen sind. Man sieht aber hier auch hier unten oder hier oben ein Plateau. Und wenn man sich das Ganze jetzt einfach nach da drüben ausmalt,
dann haben hier die Römer mal geschlafen. So. Also wie gesagt, das rungsen wir mal ein bisschen hier im Hintergrund. Sind wir nicht. Sind die Malteser, die hier feiern. Und dieser Blick, ja, den haben schon unsere Vorfahren vor über 2000 Jahren genossen. Also über diese Insel blickten und höchstwahrscheinlich dann auch auf wilde Piratenjagd gegangen sind oder feindliche Flotten vernichtet haben. Zumindest so lange, bis das römische Imperium dann das gesamte Mittelmeer umschloss. So, da starten wir mal unseren zweiten Versuch. Twitcherlein die zweite, hier an dieser Tafel. Wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg hier linke Hand von der Tafel nach unten, weil vor uns wären wir nicht auf die Brücke gekommen, auf die Überführung, sondern eher dieser Weg führt halt runter zu diesen römischen Katakomben. Ja, schauen wir mal, da kommen schon welche zurück. Wird wohl zurück. Vielleicht nochmal als Hinweis, hier gleich neben dem Weg, neben dem Einstieg, gibt es einen kleinen Wegweiser, der eindeutig zeigt, hier geht's hinab zur Twitch. Oha! Da gibt es sogar noch mehr Katakomben. Oh ja, ganz wichtig, hier unten sind die Kartrus. Ist natürlich auch Quatsch, das sind nochmal natürliche Rillen. Aber die Anlage der Römer scheint sich, wenn man das von der anderen Seite betrachtet, von der Mauer, auch auf dieser Seite fortzuziehen. Also es muss schon eine gigantische Anlage gewesen sein. Und hier ist dann dieses Bollwerk, wo wir drüber schreiten. Wir haben noch keine Ahnung, warum die Mauer hier quer durch das Tal gezogen wurde. Wer weiß, wir wissen es nicht. Naja, vielleicht könnt ihr uns helfen. So, der Weg hier runter zu ist gar nicht so ohne. Ich hätte es beinahe auf den Arsch gelegt. Aber zum Glück gab es ja hier eine gute Stützmauer, an der man sich schön schnell festhalten kann. Also wer hier einfach mal so aus Spaß hinuntergeht, am besten noch mit Flipflops, naja, der braucht sich nicht wundern, wenn er dann mit ein oder zwei blauen Flecken wieder nach Hause. Ein sehr schöner Blick über die Brücke. Links und rechts schweife ich nochmal aus zu den Katakomben der alten Römer. Hier schien früher bestimmt mal eine bessere Straße gewesen zu sein. Das ist aber alles nur noch Bruch. Und ja, dementsprechend muss man sich hier ein bisschen konzentrieren, wenn man hier lang läuft. Naja, der schöne Blick hier rüber, der lohnt sich dafür. Okay, schwenken wir hier nochmal rum. Einiges von der Mauer scheint wirklich erneuert worden zu sein. Man kann auch, wenn man den Weg hier unten nicht mag, auf der Mauer langlaufen. Wie man sieht. Schön. So, gibt es nochmal einen kleinen Schwenk hier rum. Hier werden die Wege langsam etwas besser. Aber wer will das eigentlich schon? Okay, das hier vorne ist dann definitiv nicht mehr römisch. Das wird wahrscheinlich zur alten britischen Verteidigungsanlage gehört haben. Hier stand mal eine komplette Festung von den Briten, die dann dementsprechend auch Fenster gebaut haben mit Schießscharten. Ja, welche Römer hier durchschießen. Dafür war die Waffen einfach nicht vorhanden. Wir blicken nochmal hier rum. Okay, das sind die alten Verteidigungsanlagen der Briten. So, die Twitcherline ist ja ein Wanderweg. Hier gibt es übrigens eine Abzweigung, die sollte man nicht nehmen, sondern eher diesen kleinen Pfad hier hochlaufen, weil man läuft dann auf diesem Pfad hier oben an dieser natürlichen Verwerfung entlang. Das ist das, was ich in meinem Beitrag bei der vom Rinella Fort erwähnt habe, dass diese Verwerfung dazu diente, um mögliche Angreifer von der Westseite von Malta abzuwehren. Da werfen wir nochmal einen Blick auf den Pfad der Twitcherline. Da geht es lang, immer schön an der Außenkante. Und natürlich immer mit einem schönen Blick hinüber nach Grosso. Oh, ja,
Da hat man schon so manche Schiffe ankommen sehen. Das kann man alles sehr gut. Da hinten sieht man schon Mnidina, die alte Hauptstadt von Malta. Hier geht unser Weg weiter. Hier unten ist der erste Graben zu sehen. Ein weiteres Hindernis für eventuelle Angreifer, die hätten versucht, diese Insel zu erobern. Von dahin sind wir gekommen. Oh, jetzt geht es hier Richtung... jetzt muss ich überlegen, wie heißt der da oben? Naja, werden wir dann auf alle Fälle sehen. Mostar, jetzt fällt es mir wieder ein. Mostar. Ja, werfen wir nochmal einen Blick fix in den Graben hier rein. Hier oben, wie gesagt, geht der Weg weiter. Hier unten, dieser Graben, da muss man auch erstmal überwinden, wenn man von da gekommen wäre. Malta hat ja nun viele Eroberer gehabt, aber die wenigsten davon haben sich ja wirklich lange halten können auf dieser Insel. Ja, jetzt kommen wir zu den ersten Teilen, wo man sieht, genau, die alten Römer haben schon gut gebaut, konnten ja übrigens mit Beton umgehen, ist ja dann wieder in Vergessenheit geraten, ist aber definitiv von den Briten in Unterschlupf. Und hier vorne hat man dann auch eine Kanonenstellung, da werfen wir auch nochmal einen Blick drauf, da fehlen natürlich jetzt die Geschütze. Ja, so wie die heute hier rumknallen, könnte man aber meinen, die hätten die hier neu installiert. Und hier ist der alte Ring. Man sieht, viele Malteser flüchten am Wochenende hier nach oben und genießen einfach das schöne Wetter und natürlich den Ausblick über ihre Insel. Könnte man meinen. Aber hier standen sie, die Kanonen, die Geschütze, die ununterbrochen gefeuert hätten, wenn der Angreifer hier genaht hätte. Also, wir sind uns einig, dieser Graben wurde ausgehoben. Ist auch sinnvoll. Da drüben ist nochmal eine vorgelagerte Batteriestellung, auf der sicherlich auch eine Kanone stand. Ja. Und hier hat man auch diverse Gräben, wo man sich dann natürlich auch Grabenkämpfe hätte liefern können. Naja, weißt du, schön ist. Schauen wir nochmal rüber. Den Westteil der Insel. Wer nicht die ganze Zeit oben auf der Twitcherline entlang läuft, der kann auch mal einen Blick nach unten werfen. Hier sieht man auch alte Eingänge noch, wo mit Sicherheit die Munition versteckt wurde. Ist auch logisch, denn hier oben haben wir dann unsere Geschützstellung. Laufen da gleich nochmal fix hoch. Schauen uns das Ganze an. Und kann natürlich auch sein, dass die Geschütze hier eingemauert oder betoniert waren. Aber zumindest konnte man die Angreifer gut sehen und hatte genügend Zeit, hier ordentlich sich auf eventuelle Angriffe. So, an heißen Tagen ist das sicherlich hier eine Wonne, hier oben lang zu laufen. Man sieht, hier sind ein paar Bäume, gibt es ja nicht viele auf Malta. Und die spenden sogar um die Mittagszeit Schatten. Ich schaue mal schnell auf die Uhr, wie spät wir es jetzt haben. Ja, 2:30, also kurz nach Mittag. Kein Problem, kann man hier oben gemütlich langlaufen und läuft zumindest nicht in der Prallen. So, wir befinden uns immer noch auf der Twitcherline. Ich denke, über die Hälfte haben wir jetzt weg und es ist immer noch schön, die Hubkonzerte hier unten zu hören. Hier muss jetzt an diesem Wochenende eine Wahl stattgefunden haben, die feiern hier mächtig und ich denke, hier werden wir heute noch einiges erleben, aber dazu vielleicht später. Jetzt bleiben wir erstmal auf der Twitcherline und folgen weiter diesen einfachen Trampelpfad, der hier oben lang läuft und der uns immer einen Blick in diesen Graben gewährt, der dann da vorne endet. Tschüss. So, ist natürlich Blödsinn, dass der Graben hier endet. Der geht hier
weiter. Es ist wieder ein vorgelagertes Plateau, auf dem sich höchstwahrscheinlich, wie sollte es auch anders sein, wieder eine Kanone befand, von der man hätte feuern können. Aber noch sieht man die Kuppel von Mosta da hinten nicht. Ich denke aber, das wird nicht mehr lange dauern und dann ja, kann man einen Blick auf Mosta werfen. Ja, auch das ist ein Teil der Twitcherline. Müllhalden ohne Ende. Man hat immer wieder solche Ausbuchtungen, in denen man die Malteser feiern sieht. Naja, so viel von Ordnung halten sie nicht. Das Zeug wird einfach irgendwo hingeworfen und weiter gefeiert. Oh. Kulturelle Highlights gibt es ja hier genügend. So, jetzt werfen wir noch mal einen Blick nach Medina rüber. Wir dürften jetzt schon fast das Ende erreicht haben. Allzu weit ist es nicht mehr. Hier hinten. Ja, hier hinten, das ist jetzt nur noch ein einziges Gelatsche gewesen. Man hat halt jetzt nichts weiteres Besonderes gesehen. Immer dasselbe. Der Graben, linke Hand von uns und irgendwelche diversen Kanonen, alte Kanonenstellungen, die natürlich nicht mehr bestückt sind. Ich würde mal sagen, Finish. Hier gehen wir jetzt runter. Ob wir jetzt nochmal drüben auf die andere Seite kommen, mal hochkommen, keine Ahnung. Aber wir wurden hier schon von einem Hund erfolgreich angekläfft. Wahrscheinlich sind wir hier doch irgendwo im Privatbesitz. Oh, was haben wir hier? Ganz klar, ein Messpunkt. Und weil es so schön ist, schwenke ich hier einfach nochmal rüber mit der Kamera und sehe und zeige auch nochmal hier das natürliche Hindernis, was einfach nicht mehr. Ja, da denkt man nun, da kommt nichts mehr. Und dann hat man so ein schönes Schild hier: Twitcherline, Victoria. Da geht's lang. Da hinten sieht man alles, was man so von Malta an zugebauten Häusern sehen kann. Den Dom habe ich leider nicht entdeckt. Naja, aber den werden wir heute auch noch zu Gesicht bekommen. Ja, für uns war es das auf der Twitcherline. Wir sind durch mit dem Thema. Weiß jetzt nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ich denke mal, eine Dreiviertelstunde wird man wohl einplanen müssen. Vielleicht noch eine Stunde, wenn man die römischen Katakomben sich ansehen möchte. Ist auf alle Fälle eine wunderschöne Strecke, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man schon mal zu Besuch ist auf Malta und etwas sehen möchte, was jetzt nicht jeder Tourist gesehen hat und wo nicht jeder Tourist irgendwelche Fotos davon geschossen hat. In diesem Sinne, kommentiert fleißig. Bis dahin. So, auch wenn ich eigentlich schon mein Schlusswort gesagt habe, das möchte ich euch definitiv nicht vorenthalten. Das ist dann definitiv das Ende. Dann läuft dann hier unten den Weg weiter. Und dann hat man diesen wunderschönen Blick hinüber nach Mosta, der großen Kuppel. Und auf der anderen Seite natürlich Medina, die alte Hauptstadt von Malta. Sinne, euch noch viel Spaß und